Okay. So sieht's. Abraham, das althebräische Wort für Abraham. Und unsere Idee war eben, die monotheistischen Religionen, Islam, Christentum, Judentum, zusammenzuführen mit dieser Musik, die einen ganz, ganz friedensstiftenden Duktus hat. Und wir sind inzwischen über Abraham weit hinaus. Also es ist auch von Parsen und von sämtlichen anderen, von Buddhisten, von ganz anderen Religionen auch die Rede und auch mit denen, die gar nichts mit Religion am Hut haben. Also auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es geht also nicht nur um das Religiöse hier, sondern tatsächlich um die Selbstfindung des Menschen. La porte est devant nous, que nous sortir de vouloir. Et vaut mieux s'en aller, abandonnant l'espérance. Nous n'entrerons jamais, nous sommes las de la voir. La porte en s'ouvrant, ne sera pas si tant de silence. Que ni les vergers ne sont pas rues. Es geht uns darum, Inhalte zu vermitteln, die aus Philosophie, Religion, Mystik vor allem auch stammen, dass die ganz schön zusammenkommen und dass gerade dadurch, dass sich die Kulturen und die Sprachen mischen und die Musikstile, also von Klassik über Weltmusik und Jazz, diese Begegnung gibt einen Fluss in eine völlig neue musikalische Richtung. Das genießen wir sehr und stellen fest, dass das funktioniert. Und wir sehen das eigentlich als eine Möglichkeit, die sich spiegeln sollte ins Gesellschaftliche auch, dass man sagt, keine Sorge vor dem, was da alles an Farben ist. Diese Farben gemeinsam ergeben ein ganz, ganz schönes neues Bild. In die Richtung arbeiten wir. Ein interkulturelles Publikum in unseren Konzerten. Und da sind dann auch Menschen, die erleben, aha, das sind Klänge aus meiner Heimat und sind sofort geöffnet und motiviert zuzuhören und sind dann ganz anders in der Lage, auch ihnen fremde Klänge zu akzeptieren. Wenn die Dinge zusammenfließen, gibt es ja die Möglichkeit, dass jeder ein Stück seiner Heimat in dem findet. Und das ist für uns ein Stück Zukunftsarbeit. Thank you.
entwickeln weiter und warten mal, was kommt. Also wir wünschen uns auch die Weltmusikbühnen, die Weltmusikszene und dass wir immer mehr eigentlich in den Brennpunkten auch das erreichen können, was der Ursprungsgedanke war. Dorthin gehen, wo die Menschen gar nicht Kultur gewohnt sind und die mit reinnehmen. Und das gelingt ganz gut.